Hallo und herzlich willkommen zu Roman 1. Aus irgendeinem Grund. Wir haben hier ein merkwürdiges Kreis? Dreieck? Ein merkwürdiges Remake-Level von... Naja, eigentlich nicht so richtig Rayman 1. Ha, frisst das? Ich weiß allerdings noch nicht, was hier so ganz genau das Ziel ist. Wir werden jetzt einfach mal... Einfach mal ganz chillig nach rechts laufen und Wow. Hardcore Reset nach links. Also sieht aus wie so ein Beta-Level-Ding-Teil, kleinerer Dutch. Ich weiß halt nur nicht, was ich davon halten soll, weil der Dino sah jetzt schon sehr unkaputtbar aus irgendwie. Gechillt über ihn fliegen. Da ist ein Leben, da sind böse Knöpfe. Ah, ernsthaft. Also wir werden nicht viel in diesem Level erleben, fürchte ich, wenn das so weitergeht. Was je nachdem, ob man Rayman mag oder nicht, jetzt halt entweder eine Tragödie ist oder eben auch nicht. Laufen wir mal einfach durch wieder. Easy peasy. Was mich halt zum einen schon mal stört, ist, es muss da irgendwie eine Möglichkeit geben, die Dinger jetzt zu benutzen. Sollte man meinen, ne? Aber entweder muss man da unfassbar spezifisch stehen, weil Kreis macht halt nur das da. Snack macht gar nichts. Schlagen hat auch nichts gemacht. Also, das ist auch mit eins der merkwürdigsten Geräusche, damit ein Charakter vom Vorder in den Hintergrund kommt. Beziehungsweise andersrum. Aber der hat auch keinen Bock auf mich zu schießen, der ist halt so... Der macht halt so ein bisschen auf weißer Drache mit eiskaltem Blick. Naja. Also... Ich weiß ja nicht. Ach, bist du wohl... Warum lässt du nicht den Helikopter weg? Ja, also bisher, ich weiß, da spricht gerade ein schlechter Verlierer, nehme ich an aus mir, aber bisher kein Fan von diesem Level. Ich wüsste auch immer noch gerne, ob ich diesen Dino besiegen kann oder nicht. Zum einen, weil er groß ist und da ist und mir auf den Senkel geht, zum anderen... Weil ich gerne seine Todesanimation mal gesehen hätte, aber naja.
So. Was zum Geier bist du? Was? Aha. Achso, dann hätte man dich. Moment. Ah, jetzt ist auch egal. Obwohl, Moment, du bist immer noch da, ne? Ich glaube, das heißt, ich kann dich... Nein, 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 nicht in meine Richtung, um Gottes Willen. So. Aha, it's a secret. Und hängen kann er immerhin. Und ja, für diejenigen, die es nicht wissen, hängen war eine Fähigkeit, die Raymond erst lernen musste. Ich meine, ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich... Ah, das ist gar nicht gut. Oh nein. Pff. Lass mich raten, alles... Oh mein Gott! Alles wieder von vorne. Wieso machst du das jetzt? Why? What? Jetzt komme ich hier nicht mehr weg! Ich meine, ist ja schön und gut, aber ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe, damit das funktioniert. Hilfe! Das ist ein Rain-Napping. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe es immer noch nicht, aber ich akzeptiere es so. Das ist jetzt die Realität, in der wir einmal geduscht haben oder so. Ich habe keine Ahnung, wofür ich das P eingesammelt habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil normalerweise war das P für Power. Aber meine Faust sieht jetzt auch nicht deutlich stärker aus, also... D wäre vielleicht Anti-Dino gewesen, aber so. Da oben komme ich nicht ran. Und selbst wenn ich da dran käme, habe ich jetzt da keinen Bock drauf. Ich will nur es schaffen, mit euch dieses Level durchzuspielen. Das ist halt schon wieder. Das Problem ist, das Level ist schon wieder so Rayman 1, dass ich das Gefühl habe, das wird nichts. Ah, das Leben bleibt weg. Toll. Wie in der Realität. Hast du einmal dein Leben verspielt, ist dein Leben weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Naja, ich meine, das, was wir hier gerade sehen, ist so eine Beta-Version von Rayman 1. Was zugegeben... Ah, nein. Ein großer Feind, die Dusche. Ah, ja. Yeah. Was zugegeben ein cooles Extra ist, I guess. Kann ich einfach gehen? Nein. Kann ich da drauf landen? Nein. Okay, ich muss drauf springen. Das ist das. Okay, 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 okay. So. What? Okay, also... Das Ziehen ist übrigens, das geht automatisch wieder nach da, ne? Also... Ein sehr merkwürdiges Ziehen. Okay, was habe ich jetzt davon?
Ich bin... sehr verwirrt. Ich meine, wenigstens habe ich die Dinger verstanden. Super gut. Brauche ich mehr Kugeln? Ist die Kugel zu weit oben? Was ist jetzt das Problem da? Das sieht doch gut aus. Ich bin sehr verwirrt. So, daran kannst du dich jetzt festhalten. Geil. Aber nur festhalten. Aha. Könnte da noch einer hin? Soll da noch... Rayman 1 hatte damals schon ein furchtbares Levelgebäude, aber das hier. Okay. Jetzt gut? Stellt euch das noch mit Zeitlimit vor. Oh boy. Okay. Du bist zufällig reingekommen. Kann sein, dass das da der Ausgang wäre unter Umständen, aber... dann laufen wir mal zurück. Ohne Checkpoint, ohne alles. Na, supi. Oh wow, 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 wow. Na toll. Schlau wollte ich sein, ja. War sehr schlau. Jetzt bin ich nämlich wieder direkt am Anfang des Levels. Ey, komm mal. Ja, 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 Drache und so. Voll gruselig. Voll krass, ey. Ich hoffe, der Horror namens Rayman hat gleich ein Ende. Ich bin einfach nur todehrlich. Das ist ja... ich meine, das ist eine schöne Idee. Aber irgendwie merke ich jetzt halt schon wieder die Brutalität von Rayman, die halt ursprünglich immer da drin war. Und, denk mir so, tja, Lumps suchen war jetzt nicht das größte Problem, das ich jemals durchleiden musste. Also insofern wünsche ich mir, dass Lumps suchen schon fast wieder zurück sind. Nein, natürlich sind es nicht Männer. Oh mein Gott. Das reicht hoffentlich. Ich hasse mein Leben. Ich hasse zumindest Rayman wieder ein Fünkchen mehr. Ich glaube, das Traurige ist immer, wenn ich an Rayman denke, denke ich daran, dass er von den Rabbits im Prinzip umgebracht wurde und dann habe ich Mitleid mit ihm. Aber dann sehe ich sowas hier. Und denkt mir, ja, also eigentlich. Eigentlich ist das mit seinem Tod schon ganz gut so. Bin beim nächsten Treffer wieder tot. Ist richtig gut, ja.
Okay. Gut, was machst du so? Existieren. Das ist alles, was ich gerade ermitteln konnte. Das Ding existiert. Was soll ich sagen? Seid ihr nicht irgendwie von mir abgehauen? Wobei ich dann allerdings auch nicht weiß, wie ich auf die Dinger draufkommen soll. Schlagen. Okay. Ich meine, K.O. schlagen wäre. Das ist das Ende des Levels, oder? Oh mein Gott. Gib mir das. Ich brauche das. Es hat nicht mal den Jingle! Wisst ihr, das Original Rayman, was heißt das Original Rayman, das ursprüngliche Rayman, das Rayman 1 hatte immer, wenn man so ein Schild berührt hat, dieses Yeah! Und das hier hat es nicht. So sad. 6 Stunden habe ich gebraucht. Für, ich weiß nicht, 18 Level oder so. Die meisten von denen waren 2. Ja, könnte hinkommen. Irgendwie so 18 Level oder sowas. Wow. Wenn ich jetzt also dieses Level nochmal spielen will, dann müsste ich nochmal das Kränennest spielen. Wow, okay. Das war Rayman 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Beta hat mir nicht gefallen. Gut, dass sie das nicht gemacht haben. Dann wiederum, sie haben trotzdem noch den ersten Teil rausgebracht. Also, bis zum nächsten Mal.